Mitten in der Leipziger Südvorstadt steht ein Haus, das eines der dunkelsten Geheimnisse der DDR-Geschichte verbirgt. Das Gebäude, vor dem jetzt der Wagen einparkt, war einst die zentrale Hinrichtungsstätte der DDR. Die Leipziger wussten damals nur, dass das Gebäude ein Gefängnis war. Dass hier aber auch alle Todesurteile der DDR ab 1960 vollstreckt wurden, wussten nur wenige Eingeweihte. Das Gefängnis bot eine gute Tarnung. Gefangenentransporte waren für die Anwohner normal. Dass so auch die über 60 verurteilten Todeskandidaten ins Gebäude kamen, fiel niemandem auf. Der Transporter parkte gleich hinter dem Tor in einer Art Vorraum. Ein scheinbar normaler Vorgang. Nichts deutet hier auf den Raum hin, in dem die Henker ihr Werk verrichteten. Die Hinrichtungsstätte, sie liegt hinter der gelben Tür, war gut abgeschirmt vom normalen Gefängnisbetrieb. Einst war das hier die Hausmeisterwohnung der Strafanstalt. Erst hier erfuhren die Verurteilten, dass nun ihr Todesurteil vollstreckt werden sollte. In einem der Räume konnten sie ihren letzten Wunsch äußern und einen Abschiedsbrief schreiben. Sie wussten nicht, dass diese Briefe nie abgeschickt wurden. Fünfzehn Minuten vor der Hinrichtung führte man den Todeskandidaten in diesen Raum. Heute ein ruhiger, nüchterner Ort. Das Holzkreuz an der Wand hat der Gefängnispfarrer erst nach DDR-Zeiten aufgehängt. Bis 1967 fanden die Hinrichtungen durch ein Fallbeil statt. Scheinbar harmlose weiße Punkte am Boden zeigen noch heute, wo einst die Guillotine stand. Mindestens 64 Menschen wurden hier in Leipzig hingerichtet. Ab 1968 durch einen sogenannten unerwarteten Nahschuss in den Hinterkopf. Jetzt stehen wir im Hinterhof. Die Fenster der Hinrichtungsstätte sind zugemauert. Früher war es hier nicht so gut einsehbar wie heute. Über die Ausfahrt gegenüber wurden die Särge zum Leipziger Südfriedhof gebracht. Das letzte Todesurteil vollstreckte die DDR 1981.